Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Es ist ja schon seit längerer Zeit jetzt nichts mehr von mir gekommen und insbesondere nicht von dem Fahrerarbeitsplatzprojekt. Viele von euch haben auch schon nachgefragt, ob das Projekt eingestellt ist. Natürlich ist es das nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich sowas nie einstellen würde und dass ich meine Projekte immer durchziehe. Und wie gesagt, es ist nicht eingestellt. Es war jetzt nur für lange Zeit pausiert, aber es ist wieder ordentlich was vorangegangen. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig auf Sonntag, auf diesen Livestream. Es ist zwar mein erster YouTube-Livestream, aber ich werde das schon einigermaßen meistern, glaube ich. Ich habe ja auch Martin an meiner Seite, der wird mich da auch ein bisschen unterstützen. Und nach diesem Livestream wird es auch irgendwann ein Video geben zum aktuellen Stand des Fahrarbeitsplatzes. Es hat sich wirklich wahnsinnig viel getan in letzter Zeit. Heute möchte ich mich aber hier mit einem Tutorial zum Anschließen eines Tachos in OMSI 2 begnügen. Und ich hoffe, dass ich da einige von euch damit anspreche, denn es ist ja ein viel diskutiertes Thema und zu diesem Thema findet man kaum hilfreiche Tutorials. Und somit möchte ich euch heute mal kurz, knapp, aber effektiv erklären, wie man so ein Tacho denn in OMSI anschließt. Ja, zuerst einmal braucht man eben hier den Tacho, in meinem Fall ein Kienzle 1314. Der Typ ist aber an sich eigentlich egal, wobei ich jetzt bei der Marke nicht auf Kienzle verzichten würde, aber das ist auch wieder Ansichtssache. Ich habe es nun mal nur mit Kienzle hier probiert zu programmieren und damit hat es auch wunderbar geklappt. Dann des Weiteren braucht ihr hier einmal einen Trafo. In meinem Fall hier ein Wechselstrom-Trafo von Märklin, ist aber absolut egal, was ihr da nehmt. Ihr könnt genauso gut einen Gleichstrom-Trafo nehmen. Wichtig ist nur, dass der Trafo zum Tacho passt, zur Tachospannung. Wir drehen den hier mal um und dann sehen wir, hier unten bei mir stehen jetzt in diesem Fall 12 Volt. Das heißt, dieser Trafo müsste im Idealfall 12 Volt oder so wie hier in meinem Fall 16 Volt haben. Und ich habe ihn jetzt hier auf die regelbare Spannung etwa bei 12 Volt eingestellt. So, an diesem Trafo ist soweit nichts Besonderes, deswegen gehen wir zum Arduino. In diesem Fall verwende ich das Arduino Uno, nicht das Arduino Mega. Es ist aber absolut egal, welches ihr verwendet. Das Arduino Mega ist halt dementsprechend auch größer. Das Ganze wurde mit dieser USB-Verbindung hier mit dem Computer verbunden, sodass hier die LEDs leuchten. So, jetzt gehen wir hier über zum Tacho. Der ist hier in ein Feld aufgeteilt, wo kmh mph steht. Da müsst ihr jetzt, das hier sind die einzelnen Pins. Pins sollten jedem von euch ein Begriff sein. Das sind diese Metallplatten, wo man diese Stecker hier drauf steckt. Diese Stecker oder irgendein Stecker eben, ihr könnt es zur Not auch drauf löten. Einfach hier eben auf diese Pins drauf. Und zwar einen Stecker auf den Pin 4 und einen Stecker auf den Pin 2. Diese Nummern hier sind, so wie hier auch diese Nummern und Zahlen und Buchstaben hier, eben neben den Pins hier drin eingraviert. Das sieht man recht gut. Und da geht ihr eben mit einem Stecker auf den Pin 4 und mit einem Stecker auf den Pin 2. Und schließt dann dementsprechend die Drähte an. Ein Draht geht dann auf, das ist hier der lilane, der geht dann hier so entlang. Und der geht dann auf euer Ground am Arduino. Das seht ihr hier oben. Dieser lilane Draht verschwindet im Ground. Das heißt, ihr steckt ihn einfach da rein und isoliert ihn natürlich vorher ab. Und der rote Draht hier, in meinem Fall die 4, geht beim Arduino auf den Ausgang 10. Das ist in dem Fall der Ausgang hier hinten. Ich hoffe, man erkennt es. Jawohl. Und eben so müsst ihr das eben anschließen, dass dann der Tacho Verbindung zum Arduino hat. Des Weiteren muss der Tacho natürlich auch Verbindung zum Trafo haben. Und dazu, Entschuldigung, muss man aufpassen, dass der hier nicht umfällt. Und dazu geht ihr in diesem Sektor A, der ist hier, ich warte mal kurz, bis es scharf stellt. Genau, der ist hier benannt mit A, dieser Sektor hier. Und da geht ihr mit einem Draht, das heißt hier bei meinem Trafo jetzt in dem Fall, einmal hier, der Nullleiter ist hier
Und hier ist die regelbare Spannung bei mir jetzt, wenn es jetzt 16 Volt wären oder 24, dann nehmt ihr natürlich hier die ganz normale Spannung. Aber bei mir jetzt hier die regelbare Spannung, das heißt, ihr geht mit einem Draht, mit dem lilanen in meinem Fall jetzt hier, geht ihr eben auf den Nullleiter und damit dann auf hier im Sektor A die Pins 2 und 4. Genau, steht genauso wie hier unten auch wieder daneben, welches welches ist. Da geht ihr mit diesem lilanen Draht auf 2 und 4. Da müsst ihr natürlich hier eine Brücke erstellen, habe ich auch gemacht. Und dann hier mit dem anderen Draht, den werde ich jetzt dann gleich noch hier reintun. Der liegt im Moment nur noch draußen, er hat jetzt auch keinen Stecker, es ist ja nur ein Versuch hier. Geht ihr auf die Pins, auf die Belegungen 5 und 6. Das heißt, mit dem roten Draht auch wieder eine Brücke erstellen und hier auf die Pins 5 und 6 gehen. Ja, das war's hierzu soweit. Das heißt, ihr habt jetzt euren Tacho an den Trafo sowie an das Arduino und das Arduino wiederum an den PC angeschlossen. Das heißt, euer Versuchsaufbau steht soweit. Und jetzt drehe ich den Tacho nochmal um. So, und dann nehme ich jetzt hier diesen Draht, der vorher noch nicht drin war, und werde ihn jetzt mal hier in die regelbare Spannung reinstecken und dann beobachtet mal, was passiert. Es wird das Kontrolllämpchen angehen und die Nadel wird sich auf den Nullpunkt stellen. So. Hat gerade noch ein bisschen rumgeschlackert, weil eben hier kein Stecker dran ist und somit das Ganze ein bisschen wackelig angeschlossen ist. Aber für den Versuchsaufbau reicht es auf jeden Fall. Das heißt, wir haben jetzt hier einen angeschlossenen Tacho, einen Trafo und somit steht unser Versuchsaufbau. Dann widmen wir uns jetzt mal hier dem PC. Wir gehen erstmal ins Internet und besuchen die Seite OMSI Forum, OMSI Deluxe Forum. Das werde ich jetzt auch direkt hier im Video verlinken. Und geht dann hier unten auf die Plugin-Ecke und hier auf GAS-Plugin OMSI 2 kompatibel. So. Und hier seht ihr jetzt einen Link, den klickt ihr an und speichert die Datei auf euren Computer, auf eure Festplatte an einen Ort, wo ihr sie gut wiederfindet und ladet euch somit dann die GAS-DLL herunter. Wie gesagt, auf eurem Computer speichern an einen Ort, wo ihr sie wiederfindet. Dann, wenn ihr das gemacht habt, öffnet ihr ein neues Fenster und gebt OMSI Kampenwagen ein. OMSI Kampenwagen, dann landet ihr auf dieser Homepage hier von GAS OMSI Dashboard. Den Link dazu, wie gesagt, auch wieder hier im Video. Und hier seht ihr drei solche anklickbaren Links. Hier als allererstes Download der DLL-File, das ist die veraltete DLL, das ist die DLL für OMSI 1. Wir haben uns ja aber gerade die DLL für OMSI 2 heruntergeladen, das heißt, dieses erste hier könnt ihr auslassen. Dann dieses zweite hier beinhaltet rein einen Text über diese OPL-Datei, das heißt, wir müssten uns unsere OPL-Datei selbst schreiben. Ich wollte euch jetzt aber diesen Aufwand ersparen und hundertprozentig sicherstellen, dass es bei euch auch funktioniert. Das heißt, ich habe euch diese OPL-Datei schon fertig erstellt und euch in einen Download-Ordner, der jetzt wieder verlinkt wird, reingepackt. Das heißt, ihr öffnet auch diesen Download-Ordner, also ihr ladet ihn runter, öffnet ihn auf eurem Computer und speichert ihn an einen Ort auf der Festplatte, wo ihr ihn genauso wie die DLL wieder gut findet. Das heißt, ihr habt dann die OPL und die DLL bereits auf eurer Festplatte und braucht nur noch hier das Arduino-Skript. Das müsst ihr einmal anklicken und erstmal so stehen lassen. So, jetzt müsst ihr mal auf euren Desktop gehen und erstmal sicherstellen, dass euer Arduino ordnungsgemäß am Computer angeschlossen ist. Das ist es bei mir, denn die LEDs leuchten. Und wenn das geschehen ist und ihr das nicht schon gemacht habt, müsst ihr euch natürlich auch noch die Arduino-Software, die EXE, die ich jetzt gerade verlinke, herunterladen und natürlich auch starten. Das dauert einen Moment, genau. So, jetzt haben wir hier, ich mache das jetzt erstmal so, bei euch sollte das dann so aussehen.
ganz neues Skript, nur mit diesem kleinen Text hier vorne drin. Diesen Text hier löscht ihr komplett raus, so, sodass hier wirklich nichts mehr drin steht und geht dann wieder auf die Homepage von GAS. So, da kopiert ihr jetzt ab diesem ersten Zeichen hier die, das Arduino-Skript komplett, von Anfang bis Ende komplett. Ich muss nochmal machen. Moment. So, von Anfang bis Ende kopiert ihr das komplett mit Steuerung C und geht dann hier in euren Sketch rein, so nennt man die Datei, und fügt es mit Steuerung V auch ein. So. Und geht dann wieder an den Anfang zurück. Jetzt müssen wir einige Sachen noch vornehmen. Es ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Als allererstes hier oben bei TCCR4B diese komplette Zeile einmal rauslöschen und hier nach oben rutschen. So. Müsste das dann aussehen und dann gehen wir hier weiter runter. Und zwar müssen wir uns hier den Eintrag suchen, wo steht void read rpm. Das ist bei uns jetzt hier der Fall. Hier. Ihr müsst einfach so lange suchen, bis ihr es gefunden habt. Unter dem Reiter Gorgeous steht hier void read rpm. Und diesen Eintrag müsst ihr mit sämtlichen Klammern komplett rauslöschen und hier dann so hoch rutschen, dass hier der gleiche Abstand zwischen Klammer und Zeile ist wie auch hier. Dann habt ihr diesen Eintrag gelöscht, denn wir wollen ja wirklich nur unseren Tacho haben. Andersrum könnt ihr es natürlich schon machen, dass ihr den Tacho rauslöscht und euren Drehzahlmesser anschließen wollt. So, dann könnt ihr auch hier den Eintrag mit RPM samt Break und Case einfach rauslöschen und dann auch hier wieder die Leerzeile wegmachen, sodass hier dann die Klammer direkt davor steht. Und das war wirklich alles, was ihr machen müsst. Alles andere ist schon vorbereitet. So, wenn das jetzt geschehen ist, ich habe das Ganze jetzt sicherheitshalber mal in einem anderen Skript abgespeichert, aber bei euch macht ihr das natürlich bitte im gleichen. Ich mache das jetzt mal hier zu. Bei euch ist das immer noch das gleiche Skript hier, nach wie vor. Und jetzt geht ihr hier oben auf den Reiter Werkzeuge und hier auf Port. Und da seht ihr dann, könnt ihr überprüfen, in welchem Port euer Arduino liegt. In meinem Fall hier COM3, das heißt, den wählt ihr auch aus und geht dann wieder hier zurück. Und jetzt könnt ihr hier auf Überprüfen gehen, dann wird er euch sämtliche Fehler, die eventuell passiert sind, in der Eingabe anzeigen, unten in diesem Feld. Bei mir sind es keine Fehler. Wenn es Fehler wären, wäre es hier so ein oranger Text. Bei mir aber nicht, bei mir steht hier nur eine Info. Hier steht es ja auch, Kompilieren abgeschlossen. Genau. So, wenn das geschehen ist, nehmt ihr hier unter dem Reiter Sketch. Unter dem Reiter Sketch geht ihr auf Hochladen mit Programmer. Einmal drauf. Und dann dauert das einen Moment. Hochladen steht ja hier auch. So. Und dann sollte es nach, ja, ich sag mal, 5 bis 10 Sekunden auch beendet sein. Da müsst ihr dann auch nicht mehr, auch wenn hier noch Hochladen steht, euch nicht wundern. Es stimmt auf jeden Fall so. Da steht dann hier eben sowas in der Art. Auf jeden Fall passt das alles. Ist also auch kein Fehler aufgetreten. Dann könnt ihr abschließend das Skript einfach unter irgendeinem beliebigen Namen speichern. Und dann anschließend auch wieder schließen. Denn ihr braucht es jetzt erstmal nicht mehr. Genauso wie hier das Internet. Das könnt ihr natürlich auch schließen. Brauchen wir auch nicht mehr. So, und jetzt gehen wir in OMSI rein. Das sieht dann so aus bei uns. Ich habe es schon mal vorbereitet einigermaßen. Und bei euch sollte sich, genauso wie bei mir auch, immer sofort, wenn ihr OMSI startet, dieses kleine Fenster mit öffnen. Das ist von GAS und entsteht aus dieser DLL- und OPL-Datei. Das sollte sich immer sofort mit öffnen. Und da könnt ihr jetzt, das sieht dann bei euch so aus. Hier steht Change Settings und hier steht Connect. Dann könnt ihr hier erstmal auf Change Settings gehen. Und euch dann mal anschauen, auf welchem Port denn euer Arduino liegt. Wir haben hier gerade gesehen in diesem Skript, dass es auf Port oder COM3 liegt. Das heißt, wir müssen hier auch COM3 auswählen. Bei euch wird wahrscheinlich noch kein Port angegeben sein. Das heißt, ihr müsst dann einen passenden auswählen. Alles andere, was hier steht, bleibt genauso erhalten.
wie es hier steht, da braucht ihr nichts dran ändern. Und dann könnt ihr mit OK wieder bestätigen. So, wenn das jetzt geschehen ist, geht ihr hier einfach nur noch auf Connect und minimiert das Fenster und geht in OMSI rein. Wichtig ist natürlich, dass ihr euch, bevor ihr euch jetzt hier verbunden habt, einen Bus gespawnt habt, so wie ich jetzt hier. So, da gehe ich jetzt mal in eine passende Ansicht. Ich bin jetzt hier mal auf Grundorf unterwegs, probehalber. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier den Tacho auch mit ins Bild bekommen. Ja. Ich mache es am besten mal anders. Moment. Ich filme heute mal wieder mit Handy. Es ist keine so tolle Qualität. Das Bild, ich bitte dich mal zu entschuldigen an der Stelle. Hier auf jeden Fall jetzt der Tacho im Spiel und unser Tacho. So, ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Genau. Und jetzt können wir einfach mal losfahren und mal beobachten, was passiert. So, ich hoffe wirklich, man sieht es einigermaßen. So, und wir sehen, es ist natürlich ein Nadelausschlag gegeben, so wie wir das auch haben wollten. So, dann können wir natürlich auch wieder bremsen. Genau, so sieht das dann aus. Das heißt, unser Tacho bzw. unsere Tachonadel bewegt sich synchron zum Spiel. Bei mir ist es jetzt so, in meinem Fall, ich werde jetzt mal kurz rausgehen und den Bus woanders auf Grundorf spawnen. Ich mache es jetzt mal hier im freien Feld, damit ich einfach fahren kann, wie ich gerade will. So. Bei mir ist es jetzt so, der Tacho bewegt sich in der in der Geschwindigkeit von 0 bis 30 ein bisschen asynchron zum Spiel. Das heißt, er weicht so um etwa 4 km/h ab, aber ab 30 km/h in etwa bewegt er sich dann exakt synchron zum Spiel und dann kann ich bis 60 und 65 fahren, ohne dass er irgendwie abweicht. Man muss natürlich mal berücksichtigen, dass das hier wirklich alte Geräte sind, mit denen man da arbeitet, und damit, dass die natürlich auch irgendwelche Messabweichungen haben, ist ganz klar und logisch. Natürlich gibt es das auch in echten Bussen und echten Autos. Ich habe selber schon miterlebt, dass die Tachos manchmal wirklich verrückt spielen und teilweise auch mal 5-10 km/h zu viel oder zu wenig anzeigen. Das muss man dem Ganzen also nachsehen, außer man kauft sich einen ganz aktuellen neuen Tacho für 300 Euro. Ja, ich finde aber, diese Messwertabweichung ist wirklich so gering, dass man da locker drauf irgendwie verzichten kann, dass einem das wirklich nichts ausmachen muss. Für mich sehr schön war zu erkennen, dass man, wenn man jetzt hier fährt, hier auch beim Kilometerstandsmesser sieht, dass sich dieser weiter bewegt. Das heißt, wenn man hier mal entsprechend beschleunigt, bewegt er sich auch mit. Das finde ich sehr schön. So, jetzt sind wir hier etwa bei 40 km/h und hier im Spiel auch bei 40 km/h, genau so. So etwas, so 38 km/h haben wir hier und hier haben wir auch etwa 40 km/h. Das heißt, es verläuft hier wirklich eigentlich synchron, sieht man ja. So, und jetzt kann man, wenn man ein bisschen mehr beschleunigt, bei diesem Bus ist es jetzt etwa um die 53 km/h, diese rote Leuchte hier zum Leuchten bringen, diese Warnleuchte für die Geschwindigkeit. Oh, da hat es jetzt, Entschuldigung, da war jetzt irgendwo, ja genau, ich bin gegen die Wand geknallt. Das ist eben hier ein bisschen dumm. Ich muss mich nochmal neu platzieren. Den Bus kurz reparieren. Das war nur, weil jetzt hier die Map zu Ende war. So, jetzt fahren wir nochmal an. Also wenn ich jetzt etwa um diese 55 km/h fahre, ich mache das mal eben. Dann sollte da im Spiel auf jeden Fall mal die rote Lampe angehen. So, und hier ist meine rote Lampe auch angegangen.
Jetzt versuche ich mal hier so zu fahren, ein bisschen langsamer, dass die dann auch wieder ausgeht. Genau, da geht sie aus. Na, jetzt bin ich schon wieder gegen die Wand geknallt. Tut mir leid. Das ist irgendwie immer das Gleiche hier. Ich platziere mich mal ein bisschen anders. So, nochmal den Test. Ein letztes Mal. So. Das heißt, wir fahren jetzt hier. Und jetzt achtet einfach mal drauf, wann die Kontrollleuchte im Spiel und wann sie bei mir anspringt. Es sollte relativ synchron sein. Denke ich, oder hoffe ich zumindest mal. Genau, jawohl, da war sie. Und da geht sie wieder aus. So, da können wir natürlich hier wieder arg bremsen, das geht natürlich. So, wunderbar. Dann haben wir das nämlich schon mal geklärt. So, und jetzt können wir nochmal einfach um sie mal anhalten. Tut ihr jetzt nichts zur Sache. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz. Ich stecke den Tacho nochmal schnell ab hier. Zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie das Ding von innen aussieht. Da könnt ihr nämlich hier, sofern ein Schlüssel vorhanden ist, ich muss hier gerade mal mit der Kamera einigermaßen mitgehen, so, könnt ihr den Tacho hier öffnen und seht dann im Inneren, man kann hier natürlich auch ein Fahrtenschreiberblatt einlegen, seht hier im Inneren, hier hinten drin, ich muss gerade mal schauen, dass die Kamera fokussiert, hier hinten drin eine rote Kappe hier drin, ja, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, eine rote Kappe hier drin und hier drin ist normalerweise auch eine rote Kappe, beziehungsweise hier drüber, die liegt jetzt hier gerade hier hinten auf meinem Schreibtisch. Die sieht aber eigentlich genauso aus wie die hier. Und die könnt ihr mit einem ganz spitzen kleinen Gegenstand abmachen bzw. rausdrücken. Und dann eben kommt ihr an diese Schraube hier, die ihr dann aufmachen könnt. Und zusammen mit dieser Schraube hier unten aufmachen könnt und dann diesen Deckel hier rausheben könnt. Und dann befindet sich unter dieser Schraube hier eine ganz kleine Stellschraube. Die seht ihr sofort, die ist offensichtlich, so eine kleine Stellschraube und an der könnt ihr noch ein bisschen rumverändern und könnt eure Tachonadel individuell noch an euer Spiel anpassen. Denn bei den meisten Leuten ist es so, bei mir war es auch nicht anders, dass der Tacho am Anfang beim ersten Fahren ziemlich vom Spiel abweicht. Und bei mir war er dann irgendwie bei 30 km/h, als ich 10 gefahren bin. Und dann habe ich da einfach ein bisschen dran rumgestellt, da muss man ein bisschen ausprobieren. Und den Tacho dann jetzt zu einem wunderbaren Wert eingestellt. Ja, und das war eigentlich so die Krux an der Sache. Hier können wir die natürlich wieder zumachen. Und wichtig ist natürlich hier auch zudrehen, denn dann rastet die Nadel ein und der Tacho ist wieder am Netz. Ansonsten funktioniert er natürlich nicht. Er muss hier schon richtig verschlossen sein, da muss man drauf achten. Ja, und das war jetzt eigentlich die ganze Kunst am Tacho programmieren in OMSI. Ihr werdet den Tacho natürlich im Livestream und im nächsten Fahrerarbeitsplatz-Video von mir auch in Action sehen, auch dann mit Beleuchtung. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch das Tutorial soweit was gebracht hat und dass ihr da einiges draus mitnehmen könnt und vor allen Dingen jetzt einige von euch da ein bisschen schlauer auf dem Gebiet sind, denn auch mir selber hat es lange Zeit arge Schwierigkeiten bereitet, den Tacho anzuschließen und sobald man es dann weiß, möchte man es natürlich auch mehreren Leuten zugänglich machen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst zum Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Macht's gut. Tschüss.